Super. Du, David, machst du noch ein paar Aufnahmen von seinem Gesicht aus? Was für Gesicht? Gesicht und Sie? Ja. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Wenn du bereit bist, dich zu erheben, dich erheben. Alle Kraft, die du brauchst, ist in deinen Händen. Schau dich um. Unser Finanzsystem wurde gekapert von einer Generation Diebe. Während du härter und härter arbeitest, für immer weniger und weniger, wurde das Spiel gegen dich zusammengestellt. Sie verwandeln alle von uns in virtuelle Sklaven, Plünderer im Herzen unseres Finanzsystems, manipulieren den Preis unserer wertvollsten Ressourcen, Essen, Wasser, Energie, Gold. Selbst der Wert von Geld wird von hochrangigen Ganoven weggesaugt in einer gigantischen Verschwörung von unaufhaltsamer Korruption. Sie berauben jedes Jahr Milliarden von Menschen und Billionen von Dollar. Leute, Sparmaßnahmen sind nicht notwendig. Finanzielles Notleiden ist nicht notwendig. Keine Notwendigkeit für Armut. Es gibt keine Knappheit. Wir sind lediglich die Opfer eines gigantischen Raubzuges von unvorstellbarem Ausmaß. Wir wurden mit einer Lüge gefüttert, die so riesig ist, dass sie die gesamte Menschheit unterdrückt. Die Wahrheit, heute präsentiert am 3. Oktober, dem Tag der Wahrheit. Die Wahrheit aber ist, es gibt mehr als genug. Vor 60 Jahren stieg die Produktivität so schnell an, dass vorhergesagt wurde, dass heutzutage ganze Familien komfortabel mit dem Einkommen eines einzigen Versorgers leben könnten und nur 10 Stunden in der Woche arbeiten müssten. Es wurde sich gewundert, was wir mit all unserer Freizeit anfangen würden. Was passierte mit diesem Traum, dieser Vision, dieser Prophezeiung? Es hat sich gezeigt, dass sie richtig lagen. Was eine komplette Arbeitswoche damals in Anspruch nahm, könnte heutzutage in nur 10 Stunden erledigt werden. Wir haben Technologien, welche unsere Leistungen um das Tausendfache multiplizieren und uns auf Art und Weise verbinden, wie wir es in unseren kühnsten Träumen nicht anders hätten vorstellen können. Wir sind nun 100-mal reicher als in der Blütezeit der 1950er Jahre. Wir sind die Erben des Wohlstands, aufgebaut durch die Arbeit und Produktivität unserer Eltern. 70 Billionen Dollar alleine in den USA, über 200.000 Dollar für jede Frau, jeden Mann und jedes Kind. Der einzige Grund, warum wir diesen Wohlstand nicht erfahren können, ist, weil er von einer korrupten Klasse weggesaugt wird. Sie plündern durch gigantische Konzerne, die Preise anheben, die Löhne kürzen und die Früchte unserer Produktivität stehlen. Wo einmal alle Familien mit nur einem Versorger florierten, arbeiten nun beide Eltern um die achtfache Produktivität, damit die Familie halbwegs über die Runden kommt.
Von dieser Elite, die uns bestehlen und betrügen, werden die Medien kontrolliert. Sie benutzen zentrale soziale Brennpunkte, um uns zu trennen. Bruder gegen Bruder, während sie Hand in Hand unsere heiligsten Institutionen plündern. Sie machen uns Angst vor dem großen Kollaps der Großbanken. Aber wenn sie kollabieren würden, dann würden wir schlagartig das Achtfache unseres Einkommens wieder erlangen, welches uns jeden Tag weggesaugt wird. Gebt euch nicht dieser Elite, diesen Betrügern hin, welche euch ausnutzen und versklaven und euer eigenes Leben stehlen, indem sie euch sagen, was ihr zu tun, zu denken und zu fühlen habt. Lasst uns diese Rucksäcke, die sie auf unserem Rücken festgeschraubt haben, runternehmen. Lasst uns ihre korrupten Systeme durch bessere Systeme ersetzen, die auf Kooperation aufgebaut sind und von denen jeder, wirklich jeder, profitieren kann. Lasst uns die Früchte unserer Arbeit und unserer Produktivität zurückfordern. Lasst uns unseren Wohlstand teilen. Wir können das. Jetzt.